Shalom, Gottes Segen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Reporter MCM Classics. Diesmal soll es um ein Video gehen, das ich heute aus aktuellem Anlass online stelle, weil wir uns den biblischen Frühlingsfesten Gottes nähern, nämlich Passa, dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Fest der Erstlingsfrüchte und Pfingsten. Da wir biblische Dinge auf biblische Weise tun sollen, sollen wir als Christen natürlich auch die biblischen Feste Gottes auf biblische Weise feiern und uns endlich von den heidnischen Traditionen wie Ostern oder Weihnachten verabschieden. Wenn wir wirklich Jesus folgen wollen, dann sollten wir auch feiern, was Jesus feierte, und nicht etwas feiern, was niemand in der Bibel gefeiert hat und im Königreich Gottes auf Erden auch niemand mehr feiern wird, weil wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal die biblischen und prophetischen Feste Gottes etwas genauer an. Also, Film ab und gottesreichen Segen. For instance, Yeshua, Jesus, had died on Passover at the precise time they killed the Passover lamb, was put in the grave during the Feast of Unleavened Bread when they were removing all leaven, which represents sin, from their homes. He rose on the Feast of First Fruits when the high priest was cutting the barley from the earth and waving it before God, asking for a great harvest in the fall. And the Holy Spirit came down on Shavuot, or better known in the Greek as Pentecost. That's the first four spring days of the Lord that deal with His first coming. Every one of these feast days are about Christ. But did you know that the second coming of Christ is foretold through the last three fall feast days, where He comes during Yom Terah, the Feast of Trumpets, or more commonly known as Rosh Hashanah, which was the day when all the ancient kings of Israel were coronated as king through the sound of a trumpet. Then there's Yom Kippur, the Day of Atonement, where high priest went into the Holy of Holies one time per year to atone for the sins of Israel, which is connected to the final great white throne judgment of God. And lastly, we have the Feast of Tabernacles, Sukkot, which is when the marriage supper of the Lamb of Revelation happens. And it's also the time when Jesus was actually born and began tabernacling among us. Ja, Shalom und Gottes Segen an alle Geschwister im Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute mit den sieben prophetischen Festen des Herrn beschäftigen wollen. Es gibt ja vier Frühlingsfeste, drei Herbstfeste und da gibt es einiges, was Jesus erfüllt hat und was Jesus noch erfüllen wird. Und deswegen ist es Zeit zu feiern, allerdings nicht die heidnischen Feste des Christentums von heute, wie Weihnachten und Ostern, das haben Menschen erfunden, sondern es wird Zeit zurückzukehren und das zu feiern, was Jesus gefeiert hat, die Feste des Herrn. Bevor wir auf die einzelnen Feste zu sprechen kommen, wollen wir erstmal anfangen im Buch Genesis. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 14, und Gott sprach, es solle nicht der an der Himmelsausdehnung sein, nämlich Mond und Sonne, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und wir sehen also, dass Sonne und Mond, diese Lichter an der Himmelsausdehnung am Himmel, die sollen dienen nicht nur zur Unterscheidung von Tag und Nacht und Jahren, sondern zur Bestimmung der Zeiten. Und das Wort Zeiten hier ist das Wort Moedim und das steht für die Festzeiten Gottes, die man bestimmen soll mit den Lichtern an der Himmelsausdehnung. Deswegen heißt es auch im dritten Buch Mose, Kapitel 23, ab Vers 1, das sind meine Feste, beziehungsweise das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste, spricht Gott, die ihr zu festgesetzten Zeiten, also zur bestimmten Zeit, einberufen sollt. Das sind Zeiten, die Gott festgesetzt hat für seine Feste, die Feste des Herrn, die heiligen Festversammlungen. Und diese sieben Feste, das sind nicht die Feste der Juden, das hat nicht Israel erfunden, das sind Feste, die Gott für sein Volk Israel gegeben hat. Und wir Christen gehören natürlich zu Israel dazu. Und deswegen das Wort Moedim ist genau hier dasselbe Wort, das Wort, was auch gebraucht wurde bei der Bestimmung der Zeiten mit Hilfe der Lichter an der Himmelsausdehnung, damit man die Feste Gottes, die Gott festgesetzt hat, auch bestimmen und letztendlich feiern kann. Und das sollten wir als Christen wissen, denn im 1. Thessalonicher Kapitel 5 ab Vers 1 steht geschrieben, von den Zeiten, den Moedim, den Festzeiten Gottes, und den Zeitpunkten, aber braucht man euch, Brüdern, ja nicht so schreiben. Denn ihr wisst ja ganz genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages.
Also auch hier. Hier geht man davon aus, dass man uns Christen gar nicht schreiben soll oder zu schreiben braucht von den Zeiten, von den Festzeiten Gottes. Aber genau das ist leider heute im Zeitalter der Gesetzlosigkeit der Fall. Gerade heute brauchen wir Christen, die wieder lehren, zurückzukommen zu den Festen, zu den Zeiten Gottes. Denn wenn wir uns anschauen, was der Antichrist tun wird, sollten wir dies auf jeden Fall im Auge behalten. Denn in Daniel 7, Vers 25 heißt es, er, der Antichrist, wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstellen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Der Antichrist wird also nicht nur das Gesetz ändern, sondern auch die Zeiten, die Moedim, die Festzeiten. Und wir haben ja vorhin gelesen, gerade im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, dass wir Söhne des Lichts sein sollen, nicht Söhne der Finsternis. Und deswegen versucht natürlich auch der Antichrist, die Festzeiten zu ändern, damit die bestimmte Zeit, die Gott vorgesehen hat für die Rückkehr seines Sohnes, nicht erkennen. Und wir schauen uns aber jetzt erstmal an, was es mit diesen Festen auf sich hat. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 16 Verse, die immer missverstanden werden oder oft missverstanden werden von vielen traditionellen Christen. Da heißt es, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage, also die bestimmt sind, haben wir vorhin gesehen, die Festtage Gottes oder Neumondfeste oder Sabbate. Auch der wöchentliche Sabbat und die Festtage werden als Sabbate bezeichnet, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Zunächst einmal im Kontext geht es darum, dass wir uns von niemandem richten lassen sollen, wenn wir die Speisegebote beachten, die Feste Gottes, den Sabbat und so weiter. Aber trotzdem sind diese Feste Gottes Schatten der Dinge, die kommen sollen, denn Christus hat das Wesen dieser Feste, denn Jesus hat 4 Frühlingsfeste erfüllt, die Prophezeiungen darauf hingehend, aber die 3 Herbstfeste sind noch nicht erfüllt. Deswegen starten wir jetzt mit den 4 bereits erfüllten Frühlingsfesten des Herrn. Das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlingsfrüchte und Pfingsten im hebräischen Shavuot. Da schauen wir uns zunächst mal das Passafest an. Im 3. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 5 heißt es, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats zur Abendzeit ist das Passa des Herrn. Wir haben vorhin gelesen, das sind die Feste des Herrn, heilige Festversammlungen, also ist auch das Passafest nicht das Passafest der Juden oder das Passafest von Israel, sondern das Passa des Herrn, unseres Gottes. Und wir lesen im 2. Buch Mose, Kapitel 12, Abvers 5, das geht zurück auf die Zeit des Exodus in Ägypten. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Man sollte also am Passafest ein Passalamm nehmen, das sollte makellos sein und einjährig, und man sollte von dessen Blut nehmen, an die Türpfosten streichen, damit man sozusagen verschont wird von den Plagen, die dann auf die Ägypter einhergeprasselt sind sozusagen. Und wir wissen natürlich, das Lamm, das letztendlich die Sünden getragen hat der Welt, das ist natürlich das Lamm Gottes Jesus Christus, durch dessen Blut wir versöhnt werden mit dem Vater. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7 heißt es, denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, nämlich Christus. Und natürlich ist unser Vorbild laut Bibel Jesus. Und was hat Jesus getan? Hat er Ostern gefeiert? Nein, natürlich nicht. Wir lesen in Markus 14, Vers 12 und in Lukas 22, Vers 15. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, das ist das nächste Fest, das wir anschauen wollen, und das hat natürlich auch Jesus gefeiert, als man das Passalamm schlachtete, in dem Fall ging es nicht um Jesus, sondern um das normale Passalamm, sage ich mal, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du essen kannst? Und er, nämlich Jesus, sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Also auch Jesus hat das Passafest gefeiert, das Fest ungesäuerten Brot, hat das Passalamm wahrscheinlich dann auch mit seinen Jüngern gegessen und hat herzlich verlangt, dieses Fest Gottes des Herrn zu feiern. Nun, wie ist es heute bei den meisten Christen? Verlangen sie herzlich, die Feste Gottes zu halten? Nein, man sagt, ihr seid Judaisierer, die die Feste halten wollen. Stattdessen sucht man irgendwelche Ostereier und stellt Geschenke unter einem Tannenbaum auf.
Ja, dass das mit Gott ja wohl nichts zu tun hat, sollte eigentlich im Jahr 2021 jedem klar sein, ist es aber nicht. Auch das wurde ja prophezeit. Wir kommen zum zweiten Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Da heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 6. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Und ungesäuertes Brot, wir wissen ja, Sauerteig ist ja auch etwas, was für die Sünde steht. Und wir sollen also ungesäuertes Brot essen. Das kann man mit Matzen zum Beispiel tun, auch wie es ja auch die Juden tun. Auch Matzen, wenn man sich die Matzen anschaut, dann ist es auch ein Sinnbild auf die Kreuzigung des Messias. Wir lesen in Galater 5 ab Vers 9 und im 1. Korinther Kapitel 5 ab Vers 7, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Sünde macht also den ganzen Körper schlecht. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig werdet, eine Art neue Schöpfung, denn in Christus ist ja alles neu geworden, da ihr ja ungesäuert seid. So sollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Also auch hier lesen wir es, wir sollen nicht mit altem Sauerteig das Fest der ungesäuerten Brote sozusagen feiern, aber wir lesen, dass wir es feiern sollen durch Paulus, und das hat sich bis heute nicht viel hat sich daran geändert. Und wir sollen das in Lauterkeit und in Wahrheit feiern, und wir wissen, alle Gebote und das Gesetz Gottes sind Wahrheit. Ungesäuertes Brot, wie gesagt, kann man dann benutzen. Die Matzen gibt es ja überall zu kaufen. Und Jesus selbst sagte in Johannes 6, ab Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Jesus ist das Brot des Himmels, das aus dem Himmel kam. Und wir wissen, damals in alter Zeit kam auch Brot aus dem Himmel, das Manna. Das mochten die Israelis nicht. Da dachten die, Manna, das möchte ich nicht. Genauso damals wie vor 2000 Jahren, da kam das lebendige Brot Gottes Jesus auf die Erde. Und das eigene Volk sagte, nee, erst Hoschiana und der Messias kommt. Und dann wollten sie ihn kreuzigen und haben es ja letztendlich auch getan. Dann kommen wir zum dritten Fest, das Fest der Erstlingsfrüchte. Da heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 23, ab Vers 9, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Es ist also eine Art biblisches Erntedankfest. In der Tat soll man danken auch für die Ernte. Das ist immer was Gutes, und da geht es auch darum, auch dem Priester auch etwas zu geben von der Erstlingsgabe. Und wir wissen ja auch, dass Jesus sozusagen eine Erstlingsfrucht ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 20 heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und das Wort Erstling ist ein bisschen nicht ganz so korrekt übersetzt. Man könnte eigentlich sagen Erstlingsfrucht, denn genau das ist es, was Jesus ist. Er ist der Erstling der Entschlafenen, er ist nämlich auferstanden am Tag der Erstlingsfrüchte, was wir gleich noch kompakt zusammenfassen wollen. Und natürlich, Früchte sind auch Werke, und wir sollen natürlich auch gute Werke vorbringen vor unserem Gott. In Matthäus 7, Vers 20 und in Philipper 1, ab Vers 9 heißt es, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen, darum, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, also an ihren Taten, nicht an ihren Worten, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Und wir lesen ja hier auch, dass wir Früchte der Gerechtigkeit haben sollen. Das heißt, Gerechtigkeit entsteht durch das Halten der Gebote des Gesetzes Gottes. Ungerechtigkeit hingegen führt zu schlechten Werken. Deswegen heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir sollen ja Söhne des Lichts sein, wir können aber keine Söhne des Lichts sein, wenn wir die Gesetzlosigkeit lehren und tun. Wir sollen Söhne der Gerechtigkeit sein, Söhne des Lichts, wie wir gelesen haben, und dann bringen wir auch Früchte der Gerechtigkeit, nämlich indem wir die gerechten, heiligen, guten Gebote des Herrn
halten und lehren. Dann das letzte Frühlingsfest, das Jesus auch sozusagen erfüllt hat, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, Pfingsten im hebräischen Schabbat. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilen und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja, und dieses Wunder wird heute auch im Christentum teilweise missverstanden. Die Leute haben ja, also das heißt die Leute, die Apostel gehört haben, die waren total verblüfft und verwundert, denn erfüllt vom Heiligen Geist konnten sie durch ihre neuen Zungen sozusagen in anderen Sprachen sprechen. Der andere konnte auf einmal Arabisch, der andere konnte Griechisch, obwohl sie die Sprachen nie gelernt haben. Aber viele Charismatiker kommen dann mit Zungenrede an, reden irgendein Kauderwelsch, Schukuluku, Wukuluku, und im Endeffekt, damit machen sie das Christentum lächerlich und auch die wahren Wunder des Heiligen Geistes. Da bete ich natürlich für Erkenntnis diesbezüglich. Wir schauen uns mal an, was nämlich geschehen soll, wenn der Geist Gottes auf uns kommt. Ezekiel 36, Vers 27. Ja, ich will meinen Geist, den Heiligen Geist natürlich, in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzungen wandelt, in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Mit anderen Worten, durch die Gabe des Heiligen Geistes wollen wir natürlich auch gerecht, heilig und rein leben. Das geht natürlich dann auch nur, wenn wir die heiligen, gerechten, guten Gebote Gottes halten. Das ist der Sinn des Heiligen Geistes, dass wir auch nicht nur neue Talente bekommen, wie in dem Fall andere Sprachen und da gibt es ja noch andere Talente, sondern eben auch die Gabe, die Gebote zu halten. Und Pfingsten ist ja 50 Tage nach dem Passafest sozusagen hat sich das erfüllt. Und genauso in alter Zeit Israel bekam die Tora durch Moses, der sie wiederum von Gott bekam, ebenfalls da 50 Tage nach dem Passafest, nach dem Auszug aus Ägypten. Und so wie man damals an Pfingsten das Gesetz bekam, so bekam man im neuen Bund den Heiligen Geist, um das Gesetz zu halten. Beides ist heilig, der Heilige Geist und das heilige Gesetz Gottes. Jesaja 42, Vers 1, da geht es um Jesus, was war auch seine Aufgabe. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und das bezieht sich eindeutig auf Jesus. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, spricht der Vater. Er wird das Recht, die Tora, zu den Heiden hinaustragen. Natürlich vor allem wichtig, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, aber auch das Recht, die Gebote Gottes, um Jesus nachzufolgen, wenn man gläubig ist. Auch das soll in die ganze Welt gehen. Das wird sich natürlich auch erfüllen, vor allem im Königreich Gottes auf Erden, wenn das Gesetz von Zion ausgehen wird und das Wort des Herrn von Jerusalem. Fassen wir also die vier erfüllten Frühlingsfeste des Herrn zusammen. Jesus ist am Passafest gestorben, der Tod des Messias. Fest der Erstlings, der Fest der ungesäuerten Brote, da war die Grablegung des Messias. Fest der Erstlingsfrüchte, da war die Auferstehung des Messias. Und Pfingsten, Schavuot, da war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da sehen wir, wie Jesus diese vier Frühlingsfeste erfüllt hat. Er ist gestorben, er wurde ins Grab gelegt, er war aber auch im Grab und ist dann auferstanden nach 3 Tagen und 3 Nächten. Und 50 Tage nach dem Tod ist er dann auch sozusagen einhergekommen und wurde beauftragt, den Heiligen Geist auszugießen vom Vater auf uns, damit wir in den Werken Gottes auch wandeln, so wie unser Vorbild, das Passahlamm Jesus Christus. Kommen wir nun zu den 3 letzten Festen, die unerfüllte Herbstfeste. Da haben wir das Posaunenfest, den Versöhnungstag und wir haben das Laubhüttenfest. Wir fangen an mit dem Posaunenfest. Da heißt es im 3. Buch Mose, Kapitel 23, Abvers 24. Übrigens, alle Feste könnt ihr nachlesen, einschließlich Sabbat auch. Im 23. Kapitel des Buches im 3. Buch Mose, da heißt es, im 7. Monat, am ersten des Monats soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall,
eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit machen oder verrichten. Also das, was wir normalerweise an einem Werktagsarbeit machen, zu arbeiten, egal als was jetzt, sage ich mal, das sollen wir da nicht tun, eher wie eine Art Sabbat in Posaunenschall. Und da sollen wir an den Herrn gedenken. Man kann auch gedenken an das, was damals in Jericho passierte. Da sind die Mauern eingestürzt, als man ebenfalls ein Posaunenfest, könnte man meinen, gefeiert hat. Und auch im Psalm 81, Vers 4 heißt es, stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Das ist auch unser Fest, das ist nicht das Fest der Juden, das ist das Fest Gottes und das gilt auch für uns Christen. Und wir schauen uns mal das Prophetische an, was dann geschehen wird in Zukunft am Posaunenfest. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 und 1. Korinther 15, Vers 52, da heißt es, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Jesus kommt, wenn die Posaune Gottes erschallt. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Zwei unfassbare, unglaublich prophetische Dinge geschehen also zur Zeit der letzten Posaune. Der Herr kommt zurück und die Toten in Christus werden auferstehen zum ewigen Leben. Und die letzte Posaune ist vergleichbar mit der siebten Posaune im Buch der Offenbarung. Wir wissen, im Buch der Offenbarung gibt es sieben Posaunen. Schauen wir mal, was bei der letzten Posaune, bei der siebten Posaune geschieht. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, die letzte Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir mit ihm, weil wir zur Zeit der letzten Posaune Gottes ja auferstehen werden, zu unverweslichen Geistwesen und dann mit Christus herrschen auf dieser Erde für 1000 Jahre. Halleluja! Und wir kommen zum nächsten Fest, der Versöhnungstag. Da heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 27, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag, der soll euch eine heilige Festversammlung sein und ihr sollt eure Seelen demütigen und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. In der Tat, wenn man sich versöhnt, gilt natürlich auch ein Zeichen von Demut. Und um für das Volk zu sühnen, diese Sühnung fand damals einmal im Jahr statt zu diesem Fest. Und natürlich, wir haben heute schon Versöhnung durch Jesus Christus, wenn wir gläubig sind, als Christen. Aber die ganze Welt, die meisten auf dieser Welt, die haben überhaupt keine Versöhnung mit Gott, weil sie ungläubig sind oder falsche Götter haben, an die sie glauben, aber wir wissen, in Zukunft wird die ganze Erde erfüllt sein mit der Erkenntnis des Herrn. Und wir schauen uns mal an im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das heißt, wir haben natürlich als Gläubige schon eine Versöhnung mit dem Vater durch Jesus, aber das gilt natürlich nicht für die Ungläubigen, aber auch das wird sich ändern. Denn wir lesen in Römer 5, Vers 10 und in Kolosser 1, Vers 19, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Denn es gefiel Gott, in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als was auch im Himmel ist. Und wir wissen noch nicht, es gibt ja noch gefallene Engel im Himmel, die kommen auch noch auf die Erde. Also es wurde noch nicht alles versöhnt, was im Himmel und was auf Erden ist. Das wird aber geschehen im prophetischen Versöhnungstag Gottes
wenn Jesus zurückkommt. Denn natürlich, Jesus kommt, sagen wir mal, Jesus kommt am Posaunenfest und wir stehen am Posaunenfest von den Toten auf. Wir lesen ja auch im Buch der Offenbarung, dass Jesus zuerst kämpfen wird als Lamm Gottes gegen seine Feinde, als Löwe aus dem Stamm Juda. Aber danach kommt die große Versöhnung mit dem Rest der Welt, könnte man sagen, mit den Übriggebliebenen. Und deswegen kommen wir zum letzten Fest, was Jesus dann gänzlich erfüllen wird, das Laubhüttenfest. Das dritte Buch Mose sagt in Kapitel 23, Vers 34, am 15. Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am ersten Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr kein Werktagsarbeit verrichten. Nun, warum soll dieses Fest 7 Tage lang gefeiert werden? Wir wissen, vom ersten Tag an der Schöpfung der Erde, oder Adam vielmehr, bis zur neuen Erde nach dem Millennium vergehen 7000 Jahre. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre, das heißt eine Himmelswoche sozusagen. Und deswegen ist der Mensch hier auf Erden und wandelt in seinem Zelt aus Fleisch und Blut praktisch 7000 Jahre lang. Und danach aber kommt ja der achte Tag, die Ewigkeit, und dann wird es ja auch in dem Sinne kein fleischliches Wesen mehr geben. Wir lesen in Offenbarung 7 ab Vers 15 und in Kapitel 21 Vers 3, da heißt es: Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen, über den Menschen. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Man könnte auch sagen, das Laubhüttenzelt bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott, Gott wird mit uns zelten auf dieser Erde für 1000 Jahre. Das Zelt Gottes wird bei den Menschen sein, vom Himmel herabsteigen, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Gott wird seine Zelt aufschlagen mit uns, für uns auf dieser Erde. Und das ist natürlich eine wundervolle Prophezeiung, wenn das neue Jerusalem kommt, das Zelt Gottes. Deswegen auch Jerusalem, das irdische, hier ist auch ein Zelt Gottes, aber nicht zu vergleichen mit dem himmlischen Jerusalem. Und wie wird es sein während des Millenniums im Königreich Gottes auf Erden, wenn sich auch die drei Herbstfeste erfüllt haben? Jesaja 66, Vers 23 und Saria 14, Vers 16. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch, also alle Menschen auf der ganzen Welt, sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und es wird geschehen, also wir haben davor gelesen, Jesaja 66, und es wird geschehen, und jetzt wieder, und es wird geschehen. Also daran ist nichts zu rütteln, da könnt ihr machen, was ihr wollt, es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind und die Drangsal überlebt haben, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscher, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wenn jemand also heute sagt, die Feste Gottes sind abgeschafft, die Feste Gottes wurden vor Jesus gefeiert, während Jesus gefeiert, nach Jesus gefeiert, werden im Millennium gefeiert. Und damit haben die gesetzlosen Christen, leider, meine Glaubensgeschwister, habt ihr kein Argument dafür, die Feste Gottes, die Feste der Wahrheit nicht zu halten. Stattdessen sammelt ihr Ostereier und stellt euch vor einem Tannenbaum. Also, dass das nichts mit Gott zu tun hat. Ich hoffe im Heiligen Geist, dass euch das im Heiligen Geist auch aufgehen wird, damit ihr Söhne des Lichts werdet, Töchter des Lichts und nicht Kinder der gesetzlosen Finsternis. Das sage ich in aller Liebe und Langmut, aber was gesagt werden muss, das muss auch gesagt werden. Fassen wir also zusammen, die unerfüllten Herbstfeste, da geschieht folgendes Posaunenfest, die Rückkehr des Messias, gleichzeitig verbunden mit der Auferstehung der gläubigen Christen. Dann der Versöhnungstag, Gott versöhnt sich mit Israel und den Nationen auf dieser Erde und dann werden wir auch das Laubhüttenfest feiern, wenn dann im Millennium Gottes Zelt auf die Erde kommt in Form des neuen Jerusalems. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen die Feste Gottes schmackhaft machen, sozusagen. Und was vielleicht dazu noch zu sagen ist, ist, wann feiert man diese Feste? Wie, warum und wo man das feiert, konnte ich vielleicht ein bisschen deutlich machen. Wann ist ein anderes Thema, weil es da verschiedene Auslegungen gibt. Der eine feiert dieses Fest einen Tag früher, einen Tag später. Da soll jeder das feiern, wie er das nach seiner Auslegung rechtfertigt.
Und es gibt ja viele messianische Gemeinden und sonstige auch Geschwister und Seiten, wo ihr immer erfahren könnt, wann die Feste sind. Ich versuche euch da natürlich auch jedes Jahr auf dem Laufenden zu halten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht bei der Wiedererweckung der 7 prophetischen Feste des Herrn. Denn es ist Zeit zu feiern, weil die Wahrheit ans Tageslicht kommen wird, früher oder später, aber bald. Nämlich der Sohn des allmächtigen Gottes und der König Israels, der Messias, Jesus Christus. Amen und Gott segne uns Christen. Have a calendar that we set our lives by. Every event that we plan is placed on that calendar. Well, so does he. Are the feast days relevant for believers today? Some people think that these are Jewish. Nowhere in the Bible does it say they're Jewish. These are God's feast days. These are the feast days of the Lord. The only reason why we even remotely believe that they're Jewish is because the Jewish people are the only ones keeping them. I would submit to you that the first and second coming of the Messiah are based on God's calendar, his prophetic calendar, and they all revolve around the feast days. The spring feast days. Is it a coincidence that he died on Passover, was put in the grave during the Feast of Unleavened Bread, rose during the Feast of First Fruits, and the Holy Spirit came down on the Feast of Pentecost? The fall feast days. Would it shock you to learn that the second coming of the Messiah is connected to the fall feast days? The first one is the Feast of Trumpets, where the dead in Christ will rise first, followed by 10 days of awe, where the wrath of God will be poured out on mankind. Then comes the Day of Judgment, the Day of Atonement, Yom Kippur. After that, followed by the greatest celebration of the year, the Feast of Sukkot, the Feast of Tabernacles, where he will tabernacle with men once again for 1,000 years. Discover what you've been missing. Did you know that in Genesis chapter 1, when God said he put the sun, the moon, and the stars in the skies for times and for seasons, that the Hebrew word for seasons there is moedim, which means appointed times for the feast days. That's why he put them there. That all 7 of these feast days, every one of them, are about his anniversaries on his prophetic calendar of when he wants us to meet with them. Go deeper in your walk with the Creator.